Was befindet sich eigentlich im Inneren der Kaaba? Was hat die Stadt Stuttgart mit dem höchsten Heiligtum des Islam zu tun? Und wieso konnte man mal um die Kaaba herum schwimmen? Diese Fragen und andere unerwartete Dinge über das zentrale Heiligtum des Islam erfahrt ihr in diesem Video. Einen schönen guten Tag, ich grüße euch. Hier ist mal wieder Konstantin und passend zum Beginn der Pilgerzeit nach Mekka, zur Hadsch, da habe ich mich entschlossen, jetzt mal ein Video zu machen, in dem ich die aus meiner Sicht erstmal unglaublichsten und spannendsten Fakten zusammentrage, die ihr vielleicht noch nicht über die Kaaba in Mekka wusstet. Und ich habe mich mal entschlossen, das mal ein bisschen anders aufzuziehen als meine anderen Videos. Ich möchte nämlich eine Top 5 machen. Die Top 5 der interessantesten Fakten über die Kaaba und am Ende werdet ihr natürlich auch erfahren, wie es im Inneren dieses einzigartigen Gebäudes aussieht. Und wenn euch solche Themen interessieren, Religionsgeschichte, Geschichte des Nahen Ostens, Kultur und so weiter, dann lasst doch ein Abo da, abonniert den Kanal, dann kriegt ihr mit, wenn solche Videos hochgeladen werden. Zweimal die Woche versuche ich gerade, neue Videos hier zu veröffentlichen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr ab jetzt auch dabei sein würdet. Die Kaaba wurde schon mehrmals zerstört. Nach der islamischen Tradition wurde die Kaaba vom Propheten Abraham oder arabisch Ibrahim mit Hilfe seines Sohns Ismail gebaut. Aber es gibt auch noch andere islamische Überlieferungen, zum Beispiel eine von Abdallah ibn Abbas, einem Zeitgenossen von Mohammed und einem großen Islamgelehrten. Der sah die Kaaba sogar als Ausgangspunkt der Schöpfung an, als das erste, was überhaupt von der Welt erschaffen wurde, die sei dann nach Jahrhunderten, nach Jahrtausenden zerfallen, aber von Adam wieder aufgebaut worden. Also vom ersten Mensch, das erste Heiligtum, das wieder errichtet wurde, sei dann wieder zerfallen und wurde dann von Abraham, von Ibrahim wieder aufgebaut. In der Jugend des Propheten Mohammed, als der arabische Stamm der Quraysh die Kontrolle über Mekka hatte, da wurde die Kaaba auch schon mal zerstört oder zumindest stark beschädigt, nämlich durch einen Brand. Und es ist überliefert, dass der junge Mohammed selbst beim Wiederaufbau der Kaaba mitgeholfen hat und unter anderem auch den schwarzen Stein an die Ecke der Kaaba gesetzt hat. Etwa 50 Jahre nach dem Tod des Propheten Mohammed, da gab es in der islamischen Gemeinschaft, in der Umma, einen Bürgerkrieg. Und zwar ein Mann namens Abdallah ibn Zubayr hat gegen die sich neu bildende, die herausbildende Umayyaden-Dynastie gekämpft. Und Abdallah ibn Zubayr hatte die Kontrolle über Mekka und die Stadt wurde von den Umayyaden belagert. Und es gab zwei Belagerungen und beides Mal wurde die Kaaba beschädigt. Das eine Mal durch ein Feuer, das andere Mal durch den Beschuss durch Belagerungsmaschinen. Und die Kaaba wurde von Abdallah ibn Zubayr wieder aufgebaut. Und das ist ganz interessant. Sie wurde nämlich nicht so aufgebaut, wie er sie vorgefunden hatte. Also nicht in dieser Würfelform. Denn, wie wir auf diesen Bildern sehen, gibt es direkt neben der Kaaba noch ein Gebäudeteil. Nämlich eine kleine niedrige Mauer, die sogenannte Hatim. Und diese Mauer soll im ursprünglichen Plan, also so wie Abraham die Kaaba gebaut hat, soll sie höher gewesen sein und Teil des Gebäudes gewesen sein. Und so wurde sie von Abdallah ibn Zubayr auch wieder aufgebaut, weil er eben sagen wollte, wir wollen es nicht so aufbauen, wie es die Quraysh aufgebaut haben, sondern wie es ursprünglich war. Als dann später die Umayyaden die Kontrolle über Mekka bekommen haben, da haben sie diese Renovierungsarbeiten wieder rückgängig gemacht, um die Kaaba wieder in diese Würfelform zu geben. Kaaba kommt auch von dem Begriff für Würfel. Also wenn man die Kaaba einen Würfel nennt, dann ist das gar nicht abwertend gemeint, sondern ist eigentlich die Übersetzung des Wortes Kaaba. Der heutige Bau, den wir hier sehen können, der stammt wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhundert, nämlich um 1630. Damals gab es starke Überschwemmungen, ich werde später noch auf Überschwemmungen an der Kaaba kommen, und die Kaaba drohte beschädigt zu werden. Und der osmanische Sultan Murad IV. Hat sie dann umbauen lassen, damit sie auch Überschwemmungen widerstehen könnte. Und so haben wir die Kaaba in ihrer heutigen Form. Und auch in der Zeit seitdem gab es immer wieder Renovierungsarbeiten, Umbauarbeiten. Und die letzten wirklich größeren Umbauarbeiten, das seht ihr hier ein Foto von, die stammen aus dem Jahr 1996, wo man eben das Gebäude auch sicher gegenüber Naturkatastrophen machen wollte. Die Kaaba war nicht immer schwarz. Die Kaaba ist von einem dicken schwarzen Stoff überzogen und der wird auch Kiswa genannt. Und es ist natürlich nicht nur schwarzer Stoff, sondern auch ganz viele sehr, sehr filigrane Goldstickereien von Koranversen, von den Namen Allahs und so weiter. Und die kamen früher aus Teilen der ganzen islamischen Welt, viel auch aus Ägypten. Aber seit 1927 gibt es eine Werkstatt
in Mekka in Saudi-Arabien, die, ich glaube, seit den 60ern sogar komplett diesen Stoff jedes Jahr neu herstellt. Und er muss auch jedes Jahr neu hergestellt werden, denn mit der Luftfeuchtigkeit und den Temperaturen in Mekka oxidiert zum Teil das Metall, das benutzt wird, um die Verzierungen anzubringen. Der Stoff würde es einfach nicht durchhalten. Also wird jedes Jahr diese Kiswa erneuert, die alte wird zerschnitten und die Stücke werden an hohe islamische Organisationen oder an Würdenträger verschenkt. Heute besteht dieser Kiswa, dieser Stoffüberzug für die Kaaba, aus 670 Kilo Seide, aus 15 Kilo Goldfäden und misst fast 700 Quadratmeter. Um genau zu sein, 658 Quadratmeter aus diesem schwarzen, mit Goldfäden besticktem Stoff. Und die Kosten für die Kiswa jedes Jahr, die belaufen sich etwa auf 4 Millionen Euro. Aber, und das ist jetzt auch ein interessanter Punkt, die war nicht immer schwarz. Also wir kennen natürlich die Kaaba hauptsächlich als diesen schwarzen Würfel. Wenn wir weit zurückgehen in die Vergangenheit, da war die Kaaba nicht schwarz. Zumindest nicht immer. Es gibt die Geschichte, dass der Prophet Mohammed nach einem Brand die Kaaba in einen weißen Stoff, in weißen jemenitischen Stoff gehüllt hat. Also haben wir schon mal die Farbe weiß. Dann später wurde von den verschiedenen Herrschern, wurde die Kaaba oder die Kiswa besser gesagt, jedes Jahr mehrmals sogar erneuert. Mal war sie rot, mal war sie weiß, dann war sie wieder rot, dann war sie grün. Und weil allen Herrschern diese ständige Competition, welche Farbe es jetzt sein soll, und dieses ständige Farbenwechsel auch irgendwann gestört hat, hat man sich irgendwann darauf geeinigt, die Farbe der Kaaba bzw. die Farbe der Kiswa, die wird ab jetzt schwarz sein. Es gibt Menschen, die Kaaba umschwommen haben. Mekka ist in einer Gegend, die eher für Wüstenklima bekannt ist, aber trotzdem, in einigen Fällen kam es zu Überflutungen von Mekka und auch Überflutungen der Kaaba. Und die letzte wirklich große Überflutung, die war 1941 und da entstand dieses Foto von Ali al-Awadi. Der stammt aus Bahrain und war als etwa 12-jähriger Schüler in Mekka. Und er hat erzählt, dass er eines Tages mit seinem Bruder, zwei Freunden und seinem Lehrer die Kaaba besuchen wollte in der Moschee, aber dass es schon die ganze Woche geregnet hatte und dass das ganze Gelände dort überflutet war. Aber er wollte natürlich die Kaaba trotzdem umrunden, weil nur dann diese Pilgerreise wirklich gültig gewesen wäre. Und so hat er, der schon dann öfters wahrscheinlich in Bahrain, in seiner Heimat öfters geschwommen ist, hat vorgeschlagen, okay, wir umrunden die Kaaba, wie es sich gehört, aber wir machen es eben schwimmend, weil das Wasser über 1,50 Meter hoch war und es nicht anders ging. Und dabei ist, wie gesagt, dieses Foto entstanden. Er selbst ist hier im Wasser zu sehen, während sein Bruder und seine Freunde an der Kaaba sitzen. Interessanterweise war er wahrscheinlich nicht der erste Mensch, der das gemacht hat, denn, wie ich ja schon gesagt habe, es gab immer mal wieder Überflutungen der Kaaba, auch wenn es jetzt nicht so oft ist, dass man von ständig sprechen kann, aber in den frühen islamischen Überlieferungen gibt es auch den Bericht, dass Zeitgenossen Mohammeds die Kaaba schwimmend umrundet haben. Die goldene Tür. 2020 starb ein syrischer Ingenieur in Baden-Württemberg, genauer gesagt in Stuttgart. Und dieser Mann war nicht irgendjemand. Er war Munir al-Jundi, ein syrischer Ingenieur und der Mann, der die goldene Tür der Kaaba designt hat. Dazu kurze Vorgeschichte. 1944 ließ König Abdulaziz von Saudi-Arabien, der besser bekannt ist als Ibn Saud, der Gründer des Landes, der hat der Kaaba neue Türen geschenkt, auf seine eigenen Kosten, nachdem die vorherigen schon 300 Jahre ihren Dienst getan haben. Er ließ sie aus eigenen Kosten aus Silber und Gold neu einsetzen, aber die hielten jetzt nicht so ewig, denn schon 30 Jahre später, Ende der 70er, hat der neue König von Saudi-Arabien dann gefordert, dass es neue Türen braucht. Und da fiel die Wahl dann auf al-Jundi, den in Homs geborenen syrischen Ingenieur, der zusammen mit einer ganz ehrwürdigen Goldwerkstatt in Mekka diese neuen Türen des höchsten Heiligtums des Islams entwerfen sollte. Und sie wurden hergestellt aus feinstem Edelholz aus Thailand. 3 Meter hoch, 2 Meter breit, 1,5 Meter tief. Es wurden 280 Kilogramm Gold verwendet, nur um diese Tür zu bauen. Ich habe mal nachgeschaut, im heutigen Wert wären das etwa 14 Millionen Euro, nur Materialkosten für das verwendete Gold. Und Munir al-Jundi, der war dann auch später noch mit Bauvorhaben in der Kaaba verbunden. Er ließ nämlich auch die Truhe im Inneren der Kaaba herstellen. Die wurde zuerst in Casablanca geschnitzt und in Stuttgart fertiggestellt. 1984 kam sie dann in die Kaaba und seitdem, und das finde ich als Stuttgarter sehr interessant, ist ein Teil der Kaaba in der Geschichte für immer mit der Stadt Stuttgart verbunden. Das Innere der Kaaba.
Das Gebäude der Kaaba kennt wahrscheinlich jeder, aber nur die wenigsten wissen, wie es eigentlich im Inneren dieses Würfels aussieht. Das wichtigste Element sind drei hölzerne Säulen, die das Gebäude stützen. Und die sollen auch zurückgehen auf Abdullah ibn Zubayr aus den 680er Jahren. Also seit über 1000 Jahren sollen diese Säulen die Decke der Kaaba tragen. Der Boden und die Wände, die bestehen hauptsächlich aus weißem Marmor und der Boden in der Kaaba ist etwa 2 Meter erhoben über der Erde der Umgebung. Auf dem Boden der Kaaba ist auch der genaue Platz markiert, wo der Prophet Mohammed gebetet haben soll. Überall im Inneren sind Verzierungen, natürlich die Koranverse und die Shahada, das islamische Glaubensbekenntnis. Zwischen 2 der 3 Säulen steht auch die Truhe, die, wie ich schon gesagt habe, in Casablanca geschnitzt und in Stuttgart dann letztendlich fertiggestellt wurde. Die kleinere goldene Tür hier führt übrigens zum Treppenhaus und damit zum Dach der Kaaba. Zwischen den Säulen hängen Lampen und, das ist auch noch interessant, das Innere der Kaaba wird 2-mal im Jahr rituell gewaschen. Und zwar mit einer Mischung aus dem Brunnenwasser des Samsam-Brunnens, ein heiliger Brunnen im Islam, Rosenwasser und kostbares duftendes Öl. Und natürlich wird das nicht von irgendjemandem gewaschen, sondern wenn es mal wieder Zeit ist, das Innere des Heiligtums des Islam, das Innere der Kaaba zu reinigen, dann lädt der Gouverneur von Mekka auch nur ausgewählte Würdenträger ein, wie hier eben den saudi-arabischen König. So, das war jetzt meine kurze Auswahl mit den aus meiner Sicht 5 interessantesten Fakten, die ihr vielleicht noch nicht über die Kaaba wusstet. Wenn euch das interessiert, wenn ihr vielleicht auch mehr Fakten über die Kaaba oder über andere religiöse Gebäude oder andere Dinge im Nahen Osten hören wollt, dann abonniert den Kanal und bleibt dabei. Ich verspreche, es kommen immer neue Videos und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch weiter dabei seid. Wenn ihr noch weitere Ideen für Videos habt, gerne in die Kommentare, empfehlt das Video weiter und bleibt dabei. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage ciao.